Achtsamkeit. Das Schlagwort 2019 vielleicht. Ich höre es an jeder Ecke und ich habe mich immer mal wieder gefragt, was heißt es denn wirklich? Ich habe mittlerweile ein paar Erfahrungen sammeln dürfen und die möchte ich mit euch teilen. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie heute so der Fluss, der Flow sein wird. Wie gesagt, ich bin tatsächlich ein bisschen aus der Übung und merke auch, okay, ich habe eben schon einen Take versucht und habe überhaupt gar nicht so meinen Ansatzpunkt hinbekommen oder so meinen Lauf, und es ist tatsächlich mal der zweite Versuch, aber ich habe mir gedacht, ich nehme da mal die Zeit. Ihr seht vielleicht schon im Hintergrund, es hat sich ein bisschen was gewandelt, und zwar, ich habe das Zimmer umgestaltet, weil wir jetzt das Zimmer anders nutzen, meine Mitbewohnerin und ich, und ja, ich jetzt in diese Richtung aufnehme, anstatt in die, wo es vorher war. Genau. Ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Viel hat sich geändert bei mir persönlich, und das ist der Grund, wieso ich mit euch heute über ein ganz wichtiges Thema für mich sprechen möchte, und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch damit aussieht, nämlich das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit, Mindfulness wird es auch oft genannt, oder Body-Mindfulness, und das ist ja momentan sehr en vogue und irgendwo in aller Munde, ne? Sei achtsam, Achtsamkeit, bla bla bla. Und ich habe vorher zwar das Wort gekannt und habe mir auch immer wieder gesagt, ich möchte achtsam mit mir sein, aber ich wusste es eigentlich gar nicht genau, was bedeutet das eigentlich. Und ich bin seit einer Weile bei einer Achtsamkeitsübungsstunde, wo ich regelmäßig teilnehme, und ich finde es so passend, die Achtsamkeitslehrerin, ihr schönster Satz, finde ich, um Achtsamkeit zu beschreiben, ist: Wenn wir merken, dass wir nicht achtsam sind, dann ist das der erste Schritt, um achtsam zu werden, nämlich zu merken, wann man es nicht ist. Man kann eigentlich gar nicht so richtig bewusst haben, dass man achtsam ist. Man merkt es immer dann, wenn man es nicht mehr ist. Und wenn man es ist, merkt man es gar nicht so wirklich. Das heißt also, und das habe ich früher zum Beispiel ganz oft gemacht, wenn ich abgedriftet bin in Gedanken oder ich irgendwie mich verloren habe, habe ich nachher gedacht, na toll, ich war wieder nicht achtsam, und dabei war ich genau in diesem Moment achtsam. Das heißt also, die Chance, wenn man achtsam sein will, ist zu merken, wann man es nicht ist. Das ist wirklich genial. Wofür ist das Ganze eigentlich gut, fragt ihr euch vielleicht. Und Thema Achtsamkeit, früher hätte ich gedacht, naja, um irgendwie mehr bei sich zu sein, um fokussierter zu sein. Was bedeutet das eigentlich genau? Kann man auch nicht achtsam sein und einen schönen, gesunden Tag haben? Ich glaube ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn man es schafft, achtsam zu sein, dass dadurch etwas ganz Bestimmtes passiert. Nämlich, stellt euch mal vor, wo sind unsere Gedanken ganz oft im Alltag? Wir haben den aktuellen, gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich mach's mal so. Wir haben die Vergangenheit, die schon war. Und wir haben die Zukunft, die erst sein wird. Wo können wir etwas bewirken? Wo können wir aktiv werden? Und wo sind wir handlungsfähig? Hier, hier oder da? Ihr ahnt es schon, eigentlich nur jetzt, in diesem Moment. Was war in der Vergangenheit, können wir nicht mehr ändern. Was sein wird in der Zukunft, da sind wir ja noch gar nicht. Das heißt, das können wir auch nicht beeinflussen, im Sinne von genau bestimmen zu können, was dann passiert, sondern die Zukunft muss erst zum Jetzt werden, damit wir dort etwas tun können. Das heißt, der einzige Moment, in dem wir wirklich auch über uns selber bestimmen können und dass wir etwas tun können, das ist jetzt. Und Achtsamkeit bringt uns in den jetzigen Moment zurück. Das bedeutet, den Fokus wieder auf das, was ist, zu legen und nicht auf das, was war oder auf das, was kommen wird. Und das hört sich ja erstmal einfach an, aber es ist so unglaublich schwierig. Ich übe und übe und übe, und ich merke, wie im Alltag außerhalb von einem
einem Setting, wo alle hinkommen, um Achtsamkeit zu üben, unter Anleitung, wie schwer es mir fällt, in meinem normalen Leben wirklich achtsam zu sein. Wie sehr ganz oft meine Gedanken in der Vergangenheit ruhen oder ich mich ständig damit beschäftige, was wird heute Abend sein, was wird nächste Woche sein, was ist in einem Jahr, planen, planen, planen. Und ich vergesse dabei, auf mich jetzt zu achten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wir, wenn wir nicht achtsam sind, auf unseren Körper nicht hören. Und ich habe, glaube ich, in einem anderen Video schon mal so ein bisschen angedeutet, dass eigentlich nur ein ganz kleiner Teil unseres Wissens, was wir in unserem Leben ansammeln, hier ist. Das meiste ist im ganzen Körper. Da gibt es mittlerweile sehr gute Forschungsergebnisse zu, und zwar Richtung unbewusster Speichervorgang. Das heißt also, ganz viel Wissen ist nicht aktiv abrufbar. Und immer wenn wir im Kopf sind, kommen wir da eigentlich nicht dran. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel schneller über unsere Grenzen gehen, dass wir unseren Bauch, der sich öfter mal meldet, wenn es gerade nicht so schön ist, übergehen und wir unsere Grenzen missachten. Und Achtsamkeit und Grenzen bewahren hängen für mich sehr stark miteinander zusammen. Das ist eines meiner großen Themen für 2020, gut auf meine Grenzen aufzupassen. Und jeder Mensch hat seine eigene Grenzen. Und es ist wichtig, die zu kennen und gut darauf aufzupassen. Und Achtsamkeit ist so ein wichtiger Schritt, um sich wieder in den Moment reinzuholen. Und seitdem ich mich jetzt mehr mit Achtsamkeit beschäftige und das übe, merke ich, dass es so langsam in meinen Alltag hinein schwappt, aber nur so ganz klein bisschen. Ich merke das zum Beispiel jetzt während des Videos, dass ich mehr darauf achte, sitze ich gerade gut? Will ich mich vielleicht nochmal umsetzen? Möchte ich mich kurz mal meine Schultern bewegen? Apropos Thema Bewegung. Achtsamkeit bedeutet nicht, still meditativ zu sitzen und zu spüren und auszuhalten, sondern wenn ihr dann merkt, eigentlich will mein Körper sich gerade bewegen, dann lass es ihn doch mal machen. Das heißt, genau da fängt die Handlungsfähigkeit an, eigentlich beim eigenen Körper, dass er nicht so sehr erstarrt und wir nur im Gehirn sind. Ich finde das spannend, Sir Ken Robinson. Das ist was ist er genau? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe von ihm einen TED-Talk gehört aus dem Jahre 2005. Da hat er über das Thema, wie das Schulsystem in England, aber eigentlich ganz weltweit, mit dafür verantwortlich ist, dass die Kreativität unserer Kinder eigentlich zerstört wird. Könnt ihr euch mal angucken, ganz spannender TED-Talk. Ich will nicht sagen provokativ, sondern sehr aufweckend, wo es so darum geht, wie gehen wir eigentlich mit unseren Kindern um, mit der Erziehung, mit dem, was wir beibringen. Und ich zum Beispiel sage ganz klar, das Thema Achtsamkeit wird in der Schule gar nicht angesprochen und das ist an sich so wichtig. Manchmal, und das sagt auch Sir Ken Robinson, habe ich das Gefühl, dass wir in der Schule eigentlich die Kinder dazu erziehen, ein Träger für ihr Gehirn zu sein, um von A nach B zu kommen, um dann weiter nachdenken zu können. Und alles, was Richtung Körper geht, Kreativität, Selbstausdruck, der eher von hier, also vom Bauch, als von hier, vom Kopf her gesteuert ist, der hat bei den meisten Schulen in Deutschland nur einen ganz, ganz kleinen Stellenwert. Und das finde ich sehr traurig und sehr bedenklich. Und ich hoffe, dass sich da irgendwann etwas ändern wird. Und ich fände es unglaublich geil, wenn es eine Stunde Achtsamkeit in der Woche in Schulen gäbe. Wie man das dann genau macht, müsste man gucken, aber es gibt Möglichkeiten, es gibt auch Schulen deutschlandweit, gerade privat organisierte Schulen, die sowas Ähnliches schon machen, auch Richtung Meditation. Und was ich übrigens an der Achtsamkeit etwas besser finde als an der Meditation, dass es nicht darum geht, im Moment einzufrieren und sich etwas vorzustellen, sondern ganz nah bei sich zu sein, genau reinzuhorchen, was gerade los ist und darauf auch zu reagieren und sich was Gutes zu tun. Das heißt, für mich ist Achtsamkeit eigentlich so die beste Form der Selbstfürsorge. Denn erst dann, wenn ich achtsam mit mir bin, kann ich auch gucken, was brauche ich eigentlich und wie kann ich das erreichen. Und genauso bringt die Achtsamkeit auch im Dialog mit jemand anderem etwas, weil je mehr ich bei mir bin, desto besser kann ich den anderen da lassen, wo er ist. Und ich kann auf ihn eingehen, ohne mich selber wieder zu verlieren vielleicht. Und das Spannende, finde ich, bei der Achtsamkeit ist auch, wie unglaublich schwer das ist, sich selber wieder daran zu erinnern. Ich weiß nicht, kennt ihr so den Moment, ihr bestimmter Tag, ihr wart auf der Arbeit oder ihr seid auf der Arbeit, irgendwas sehr Anspruchsvolles, vielleicht auch Stressiges passiert
Und ehe ihr euch verseht, ist der Tag vorbei und ihr fragt euch, boah, wie habe ich den eigentlich durchgestanden? Mir geht's irgendwie überhaupt nicht gut, ich bin fix und alle. Und dann fragt ihr euch, habt ihr während dieser anstrengenden Phase mal innegehalten und kurz geschaut, wie geht's euch eigentlich? Was macht euer Körper? Seid ihr noch gut geerdet? Da komme ich gleich noch zu. Erdung ist auch ein sehr wichtiges Thema bei der Achtsamkeit. Und ganz oft ist die Antwort auf diese Frage, nie. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Die Stunden sind nur so verflogen und ich habe zwar gemerkt, wie wenig Energie ich habe und wie ausgelaugter ich bin, aber ich kam gar nicht in den Genuss, mal Stopp zu sagen. Und Achtsamkeitsübung außerhalb dieser besonderen Momente erlaubt es einem irgendwann in diesen Momenten zu merken, aha, ich brauche mal gerade eine Pause. Ich check mal kurz, wie es mir geht. Wie geht's meinem Körper? Wie geht's meinen Gedanken? Und da kommen wir zu auch einem ganz anderen wichtigen Punkt vom Thema Achtsamkeit, nämlich, ich habe mich damit monatelang abgeplagt und ich habe es intellektuell nachvollziehen können, aber ich konnte es nicht fühlen und ich konnte es vor allem auch nicht spüren. Nämlich, wir, also ich selber bin nicht ausschließlich meine Gedanken. Ich bin nicht mein Körper und ich bin auch nicht meine Gefühle. Ich habe Gefühle, ich habe einen Körper und ich habe Gedanken. Und da gibt es etwas in mir, was mitbekommt, dass ich einen Gedanken habe. Sonst könnten wir Gedanken nicht bewusst wahrnehmen und darauf eingehen. Dann würden die automatisch komplett laufen und wir würden sie nicht mitbekommen. Oder wir würden sie zwar mitbekommen, aber wir würden nicht bemerken, dass wir gerade einen Gedanken haben. Es wird gerade ein bisschen kompliziert. Worauf ich hinaus will, ist, Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, sich selbst zu beobachten, zu einem inneren Beobachter zu werden, der neben einem steht und vielleicht so ein bisschen von oben ab, ist eigentlich vollkommen egal, von welcher Richtung, auf uns schaut und die Frage beantwortet, was denke ich gerade, was fühle ich gerade und wie fühlt sich mein Körper an? Und das erlaubt einem und mir vor allem unglaublich, Distanz zu schaffen. Meine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und solange ich das mitbekomme, kann ich sie ziehen lassen. Wenn ich das nicht mitbekomme und in den sogenannten inneren Beobachter gehe, dann verliere ich mich in den Gedanken und dann kann ich nicht achtsam sein. Das heißt also, es geht darum, immer mehr zu trainieren, sich selbst mitzubekommen aus einem Punkt heraus, der sehr entspannt und ruhig bleiben kann und der sich nicht so stresst, nur weil gerade irgendwie da was ist. Und manchmal gelingt mir das, gerade in den Achtsamkeitsübungen schon. Im Alltag verliere ich mich, verfange ich mich auch immer mal wieder. Aber ich merke so langsam ganz leichte Veränderung da drin. Und ich begrüße das gerade total. Weil mir tut es unglaublich gut und ich insgesamt viel ruhiger, ausgelassener werde und mehr dadurch auf mich aufpasse. Kommen wir zum abschließenden Punkt. Thema Erdung. Ihr könnt sie jetzt nicht sehen, ich könnte sie in das Video recken, mache ich jetzt nicht. Füße, Beine, Zentrum, das sind die wichtigen Punkte, die, und vielleicht wusstet ihr das schon, vielleicht auch nicht, in ganz vielen Religionen und in ganz vielen Kulturen, die sehr mit der Natur verbunden sind, die sehr körperspezifisch arbeiten, afrikanische Urvölker. Für die ist Erdung unglaublich wichtig, denn die wussten damals schon, wenn wir nicht geerdet sind zum Boden, dann verlieren wir uns. Unabhängig davon, wie spirituell ihr das jetzt sehen wollt und wie metaphorisch ihr das sehen wollt, Fakt ist, wenn wir keine gute Wahrnehmung und Fokus und Verbindung zu unserem unteren Körper haben, Beine, Füße und die Schwerkraft ziehen lassen, dann pushen wir uns hoch und unsere Wahrnehmung rutscht in den Kopf. Und dann steckt sie dort. Und es fließt auch nicht mehr alles so gut. Man kann tatsächlich mit seiner Wahrnehmung, das ist ja auch zum Beispiel bei progressiver Muskelentspannung so, beim sogenannten Bodyscan, wo man verschiedene Teile seines Körpers versucht zu spüren, tatsächlich nachweisbar ist, dass der Blutfluss aktiviert wird. Dass die Energie, ob es jetzt das Blut selber ist oder was auch immer, wieder besser fließen kann. Und wir verbauen uns das so ein bisschen, wenn wir in den Kopf rutschen. Deswegen sind Übungen zur Erdung unglaublich wichtig. Also alles, was euch den Boden besser spüren lasst, euer Gewicht besser spüren lasst, etwas ablegen lasst, hat übrigens auch damit zu tun, dass die Schultern dann runtergehen können und insgesamt eine deutliche Ruhe reinbringen.
ist unglaublich wichtig und ich kann es gar nicht betonen, dass Erdung ein ganz zentrales Thema ist beim Thema Achtsamkeit. Deswegen wird zum Beispiel in Achtsamkeitssitzungen ganz oft erstmal geschaut, kannst du spüren, wie du sitzt? Kannst du den Kontakt deiner Beine mit dem Boden spüren? Wo haben deine Füße keinen Kontakt mit dem Boden? Wo ist dein Becken im Kontakt mit dem Boden? Hast du mit dem Kopf Kontakt? Und darüber erstmal wieder so eine Bodenständigkeit zu bekommen. Und dann kann nämlich alles, was sich im Kopf aufgeschaut hat, langsam runterwachsen oder runterziehen und euch wieder Feedback geben, wo drückt es, wo ist es unangenehm, wo ist es wohlig. Und dann könnt ihr wieder mehr damit spielen und euch besser um euch kümmern. So, meine Lieben, das war ein kurzer Einstieg in das Thema Achtsamkeit. Ich werde mit Sicherheit auch noch demnächst ein Video über Erdung machen. Vielleicht wird es eines der ersten Videos sein, wo ihr mich mal nicht nur so vor der Kamera seht, sondern tatsächlich mal in voller Größe. Ich sage vorweg, das kann vielleicht noch 2-3 Monate dauern. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen planen, wie ich das genau mache. Auf jeden Fall werden die Videos, wie sie bisher gesehen habt, in diesem Format auf jeden Fall wieder regulärer kommen. Und ich freue mich total, wieder mit euch in Kontakt treten zu können. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr mal mitteilen wollt, wie achtsam seid ihr in eurem Alltag. Tut ihr euch irgendwo schwer? Gibt es besondere Situationen, in denen euch das einfach nicht gelingt, bei euch zu bleiben? Und vor allem, wie ist es eigentlich mit eurer Erdung bestimmt? Habt ihr einen guten Kontakt zu euren Beinen? Oder denkt ihr manchmal, ich hab sie zwar irgendwo, aber so richtig spüren tue ich die gar nicht? In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.